mit einem süßen Faultier. Das passt irgendwie so richtig gut zu mir. Hallo ihr Lieben, ich möchte euch zuerst einmal ein wunderschönes neues Jahr 2018 wünschen. Ich hoffe, ihr hattet eine genauso schöne Feier und seid gut ins neue Jahr gerutscht. Ich habe mir jetzt für das Jahr 2018 hier so ein kleines süßes Buch gekauft. Mit einem süßen Faultier. Das passt irgendwie so richtig gut zu mir. Ich habe es gesehen, muss es haben. Und 2018 wird hier auf dem Kanal auch so einiges passieren. Ihr habt ja jetzt in den letzten Monaten und Wochen gesehen, um was es so ungefähr hier beim Kanal gehen wird. Ich habe jetzt aber gesagt, 2018 muss ein bisschen organisierter werden, ein bisschen geplanter werden. Es wird zweimal pro Woche ein neues Video geben. Die Tage, die muss ich mir noch aussuchen, muss ich schauen, wie es für mich am besten passt. Und das erste, was in meinem Buch schon verewigt ist, ist die 18 für 2018 Challenge. Viele von euch werden die wahrscheinlich kennen, die gab es ja letztes Jahr schon, 17 für 2017. Das Ganze bedeutet, man sucht sich 17 Bücher aus oder jetzt 18 Bücher aus, die man im Jahr 2018 lesen möchte. Da ich mir aber ein bisschen mehr Freiraum lassen möchte und mich noch nicht jetzt am 1. Januar festlegen möchte, welche 18 Bücher ich im Jahr 2018 lese, habe ich das Ganze ein bisschen für mich abgewandelt. Und zwar habe ich mir 18 Punkte aufgeschrieben. Das sind so eine Art Kriterien, nach denen ich meine Bücher auswählen werde. Und das sind genau 18 Stück. Die werde ich euch jetzt auch gleich vorlesen. Punkt 1. Ein Buch, welches du dir geliehen hast. Das heißt, das ist kein Buch, das ich auf meinem Sub habe. Das ist kein Buch, das ich mir neu bestelle. Sondern wirklich ein Buch, das ich mir von irgendjemandem ausleihe. Punkt Nummer 2. Ein Buch, das dir empfohlen wurde. Wenn ihr also der Meinung seid, dass ihr ein Buch kennt, das ich definitiv 2018 lesen muss, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, vielleicht ist ja wirklich eins dabei, wo ich sage, oh ja, genau das möchte ich lesen. Punkt Nummer 3. Ein Buch, in dem es um eins deiner Hobbys geht. Das wird, glaube ich, ein ziemlich schwieriger Punkt, was die Entscheidung angeht, weil ich so viele Hobbys habe. Ich stehe auf Lego, ich stehe auf Nerdkram, ich stehe auf Backen, ich bin im Tierschutz. Also da wird definitiv die Auswahl an Büchern sehr groß sein und ich als entscheidungsfreudiger Mensch, der ich nun mal leider nicht bin, werde da wahrscheinlich so meine Probleme haben. Punkt Nummer 4 wäre ein Buch mit einem Tier auf dem Cover. Ich habe zum Beispiel hier hinten im Regal ein Buch stehen, das heißt Dackelblick. Das habe ich vor 2 oder 3 Jahren gelesen und ich fand es so süß. Also wenn jemand von euch zum Beispiel ein schönes Buch kennt mit einem Tier auf dem Cover, dafür bin ich immer offen. Schickt es mir gern mal oder schreibt es mir in die Kommentare. Ein Buch, das schon ewig auf deinem Sub liegt. Der Sub ist groß. Der Sub ist wirklich, wirklich groß. Also ich glaube, da muss ich einfach die Augen zumachen, blind reingreifen und das, was ich dann gegriffen habe, das lese ich dann als nächstes. Ein Buch, das verfilmt wird oder schon verfilmt wurde. Da habe ich auch schon so einige gelesen, aber ich habe da genau eins im Kopf, von dem ich weiß, dass ich das definitiv 2018 lesen will. Als nächstes kommt ein Buch, bei dem du weinen wirst. Da ich ein Mensch bin, der ziemlich nah am Wasser gebaut ist und sich von Filmen, Büchern, Serien und Co. immer komplett mitreißen lässt, wird der Stapel an Weinbüchern wahrscheinlich sehr hoch sein. Ein Buch mit 3 Wörtern im Titel. Ein Buch, das in einer fiktiven Welt spielt. Ein Buch, das du geschenkt bekommen hast. Ein Buch eines deutschen Autors. Ich mag ja, wie ihr wisst, Kerstin Gier. Und da steht schon ewig auf meiner Wunschliste, seit ich erfahren habe, dass es rauskommt, das Wolkenschloss. Also könnt ihr davon ausgehen, dass wahrscheinlich dieser Punkt mit Kerstin Giers Wolkenschloss abgedeckt wird. Ein Buch, das du schnell gelesen hast. Ich habe mir jetzt den Zeitrahmen von 3 Tagen gesetzt. Wenn mir ein Buch richtig gut gefällt, dann schaffe ich das schon mal so in 1-2 Tagen durchzulesen, wenn ich jetzt wirklich mal Zeit habe und frei habe und nicht arbeiten gehen muss. Also das wird definitiv zu schaffen sein. Ein Buch von einem Autor, den du noch nicht kennst. Ein Buch mit einer Frau auf dem Cover. Ein Buch mit einem Mann auf dem Cover. Dann kam mir eine lustige Idee, und zwar ein Buch, bei dem Autor oder Protagonist oder Protagonistin meine Initialen haben. Das wäre in meinem Fall ein J und ein H. Und last but not least, ein Buch eines Autors, von dem du bereits ein Buch gelesen hast. Da ich einige Lieblingsautoren habe, wird wahrscheinlich die Auswahl auf 1-2 Bücher fallen. Die stehen auch schon ganz lange auf meiner Wunschliste und ich nehme das jetzt einfach als Anreiz, dass ich diese Bücher endlich mal lesen werde. So ihr Lieben, das war meine Liste 18 für 2018. Ich werde euch die ganzen Kriterien natürlich nochmal unten in die Infobox packen. Vielleicht hat der eine oder andere ja Lust, bei diesem Tag oder bei dieser Challenge mitzumachen.
Wenn ihr das macht, dann schreibt mir doch bitte, dann können wir uns irgendwo auf einem der Social Media Kanäle eurer Wahl zusammentun und vielleicht auch ein bisschen drüber diskutieren oder dem einen oder anderen vielleicht auch einen Anreiz geben, wenn er zum Beispiel nicht weiß, welches Buch er für Punkt 1 oder Punkt 2 oder Punkt 3 nehmen soll. Genau das Schöne ist es ja bei YouTube, dass man sich einfach mit der Community austauschen kann, sich gegenseitig Tipps geben kann, sich gegenseitig Ratschläge geben kann und einfach die ganze Kommunikation im Laufen bleibt. Das war mein Start 2018. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin wünsche ich euch eine wundervolle Zeit. Tschüss!